Ich freue mich sehr, dass wir die gleiche strategische Vision teilen, was die Bedeutung der Länder auf dem westlichen Balkan anbelangt. Wir müssen weiter daran arbeiten, dass wir die Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien eröffnen können. Denn wenn wir dort als Europäische Union ein Vakuum lassen, dann können sehr schnell andere Kräfte dort Boden gewinnen. Und das ist nicht im strategischen Interesse der Europäischen Union.